Okay, und jetzt auf dem Grund. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimme stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Kapitel 3, Endshop in Malaysia. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hinschwimmen soll. Oh, man kann nur, wie bei Shadow of the Tomb Raider, wahrscheinlich nur richtig schwimmen. Hey, ich hab hier was. Was denn? Ein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas von. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Intakt. Okay, dann mal los. So. Oh. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, das sind 1, 2, 3. Nach meiner Rechnung fehlen uns 2 Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Ha! Hab eine. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Okay. Da ist die letzte Kiste. Aha, hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Ach so. Wir spielen jetzt hier Flappy Bird. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Hallo? Ach so. Okay, eins habe ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Und das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay,
Mach Platz, wir heben ihn an. Na komm. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay, ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Na los, komm schon. Geht doch. So, jetzt muss ich auch. Die Ladung ist komplett unterfasst. Tauchen, oder? Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Ach, da hätte ich eh hingemusst, okay? Besser, seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch stecken. Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Das gemacht ist tatsächlich. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. So, und jetzt? Kumpel. Okay, jetzt muss ich mit ihm hier sprechen. Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Ha, neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Hier, eine Unterschrift hier drauf. Fertig. Das könnten doch auch Computer. Die Regierung hier hängt knapp 10 Jahre hinterher, was? Wir haben das Ding gerade. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mhm. Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen?
Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Alter, das leckt, und ob ich 63 FPS hab. Das ruckelt schon noch ein bisschen. Alter, das wackelt hier. Hey, hey, Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Okay. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. 220.000. Oder 220. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Kapitel 4. Ein normales Leben.